die Ariel. Jo, liebe Leute, im letzten Part sind wir ja bei der Ariel stehen geblieben. Und was Ariel uns heute so erzählen möchte, das finden wir raus, fragen die einfach. Was gibt's Neues? Gehst du immer noch in der Bay schwimmen? Klar, die Kälte stört mich nicht. Wasser ist mein Element. Ah. Wann seid ihr Mädels mal wieder auf Tour? Ist dein Captain heute da? Was weißt du über Alcatraz? Kannst du dich um meine Katze kümmern? Alcatraz ist interessant, vielleicht kann die ja rüberschwimmen, Dingseln. Was weißt du über Alcatraz? Im Sommer gehe ich da immer fischen, überall Bojen. Wenn du zu nahe rankommst, peng! Aber bei dichtem Nebel kommt man schon sehr nah ran. Meinst du, man kann dahin schwimmen? Wohin? Von Alcatraz ans Ufer. Klar, sicher. Vor Jahren sind ein paar Mädchen von der Insel aus an Land geschwommen. Gut zu wissen. Wann seid ihr Mädels mal wieder auf Tour? Nächsten Monat geht's die Küste runter. Wir sind eine reine Frauenband. Komm doch mit. Du könntest dich um unsere Kostüme kümmern. Jetzt hängt alles nur noch von meinem Vertrag mit Mickey ab. Falls ich dich aus dem Vertrag auslösen kann, versprich mir, dass du für Joe und mich da bist, wenn wir dich brauchen. Klar. Okay. Ist dein Captain heute da? Nein, er fischt mal wieder in der Nähe von Alcatraz. Ich treffe mich später mit ihm am Pier. Du solltest mal mit uns segeln kommen. Du bist doch früher gesegelt. Interessant, weil vorher konnten wir am Pier noch nichts machen. Vielleicht ist jetzt einer da, mit dem wir reden können. Was gibt's Neues von Mickey? Er hat Geld unterschlagen. Gibt mächtig Ärger, wenn er es nicht ersetzt. Wenn die Mafia davon Wind kriegt, nehmen die ihn aus wie einen Fisch. Interessant. Deswegen möchte Mickey auch unbedingt das Geld von uns haben. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Kannst du dich um meinen Kater kümmern? Oh je, ich hab doch Angst vor Katzen. Sie lecken immer an mir rum. Ha? Wusste ich's doch. Du bist wirklich eine Meerjungfrau. Bis später. Nette Dame. Nette Dame. Alter Koffer. Eine Truhe mit Reiseaufklebern. Weit gereist. Was ist denn da drin? Noch so eine Haarnadel. Okay. Ich kann sie fehlen. Ah, da hinten geht's sogar auch weiter. Es ist riesig. Vielleicht gehört es zum Drag Act. Das ist viel zu groß für mich. Okay. Und ich wüsste auch nicht, an wen ich es verticken könnte. Ja, nur an Kohle, ne? Goldis Tasche. Eine wasserdichte Handtasche. Die Tasche ist so gut wie leer. Sind das ernsthaft goldfischförmige Cracker? Eine Rolle weiß. Wahrscheinlich von Britex. Sowas brauche ich nicht. Und okay. Sie wahrscheinlich auch nicht. Was für ein nutzloses Objekt. Ein staubiger, alter Koffer. Wahrscheinlich noch aus der Prohibitionszeit. Er würde nur runterfallen und mich erschlagen. Ich kann nicht sterben, ohne Joe ein letztes Mal geküsst zu haben. Okay, verstehe ich. Chinesische Seide? Nicht gerade ideal für einen Meerjungfrauen-Act. Ich liebe es, Stoffe zu berühren. Na, oh. Entschuldigung. Hintertür. Guck mal in die Hintertür rein. Den ich mich ein bisschen anders umgesetzt habe. Huch, hallo Greenskin, du bist da zu Ende. Muss ich auf jeden Fall vorsitzen bleiben. Okay. Schickes Gebüsch. Gib dem Laden einen modernen Touch. Ja, durchaus. Kann ich mich vielleicht ein wenig in die Büsche legen und schlafen? Nein. Ach, nein. Ich muss weiter. Bloß nicht aufgeben. Als wenn ein Schild den Leuten befehlen könnte, wo sie stehen dürfen. Hey, das Land gehört dem Volk, Mann. Dem Volk! Ich gehe nicht aufs College. Ich habe in meinem Zimmer keinen Platz für Straßenschilder. Wartet mal kurz. Ich mache gerade auf den Desktop. Alles läuft noch, ne? Okay. Ein bisschen abschneiden da an der Stelle. Das stört mich, dass man das so schnell sieht. Jetzt sieht man es nicht mehr. Es ist zwar meine Schulter ein bisschen abgeschnitten, aber egal. Kann ja auch nur so, hey, bis da oben hin, dann ist Schluss so.
Okay, gut. Genug gealbert, weiter geht's. So, eine Lampe. Hübsche alte Laterne. Endlich mal was ohne Mickys hässlichen Namen drauf. Ein zerrissenes Vordach wäre nicht viel wert. Durchaus, ja. Ich brauche keine Dunkelheit. Ein Pfosten zum Pferde anbinden. Was absurd ist. So alt ist das Haus nicht. Da würde ich auch ein langes Gesicht machen. Ich streichle nur Katzen. Okay. Und Typen namens Joe. Okay. Dann muss er Joe Junior, wir schweifen ab. Abfluss, was ist das? Leer. Okay. Na, da ist nichts drin. Okay. Mickey's Club. Warum können wir jetzt hinten rumlaufen? I don't know, ich muss auch noch zum Pier. Dann gehen wir zum Pier. Weil da wird ja bestimmt der Angler sein. Und der Angler weiß, was wir machen müssen, hoffe ich, denke ich. Tun, machen, tun, Sachen. Und wäre Gott. Übrigens ist die Oper verschwunden. Auf der Karte. Wo ist der Angler? Darin ist nichts, was ich gebrauchen könnte. Das. Wo gibt's denn hier? Okay, haben wir schon mal gesehen. Die Dinger haben wir auch schon. Das haben wir auch schon mal gemacht. Fischerboot auch. Wir haben eigentlich hier alles, ne? Ja. Gute Nacht, Baby. Oh, oh Gott, wie ich ihn vermisse. He's so sweet. In dem Nebel kann man kaum was erkennen. Also ich sehe es. Aber gut. Jetzt guckt mal gleich, die Opa ist weg. Da können wir nicht mehr hin. Da. Die Opa ist weg. Das bedeutet, wir müssen bei Vivians Apartment irgendwas machen. Hier auch noch, hier auch noch, hier auch noch, hier. Ja, noch so viel müssen wir machen, Mann. Viel. Hier haben wir schon mal geguckt, ne? Genau. Oh, wir gucken mal nach hinten. Vielleicht können wir. Damit bin ich durch. Okay, gut zu wissen. Das ist ein super Tipp. Wir wissen, dass wir da nicht mehr hin müssen. Nice. Vielleicht ist es bei Wiff. Vielleicht möchte die das Band IX haben. Oder XI oder VIXK8310. Ja. Klappt immer noch nicht. Kapier ich nicht. Ich auch nicht. Probier auch nur rum, Mann. Gott ist geschäftlich unterwegs. Ja, okay. Ich bin auf mich allein gestellt. Ich will mal hier die Leertaste probieren. Haben wir, glaube ich, schon alles angeklickt. Okay, hier oben gar nicht. Leerer Top. Die Gummihandschuhe haben wir auch schon mal. Und das Bett haben wir auch noch nicht geguckt. Okay, wir haben noch viel, was wir gucken müssen. Okay. Papierhandtücher. Kisten mit Schrott. Sie ist so sammelwütig wie ich. Ich habe nicht die Zeit, fremde Wohnungen zu putzen. Warum nicht? Leer. Okay. Hm, riecht gut. Was auch immer das mal war. Zu schwer zum Herumschleppen. Ah, hast du durchaus recht. Oh, eine weitere Haarklammer. Dass sie mal Haarklammer mitnehmen kann und das von anderen, von Leuten so, ne? Warum hat sie ein Stockbett? Ah, fragst du das doch. Ist bestimmt für ihren Neffen. Interessant. Ah. Abgeschlossen. Nicht anfassen. Ach so. Alles klar. Du hier machst den besten Eindruck. Nicht anfassen. Ach so. Aber wir können jetzt natürlich nicht das Ding öffnen. Keine Chance. Weil Vivian guckt ja. Hab die Druckplatten hier gefunden. Ich weiß, dass du eine Fälscherin bist. Du wusstest von dem Überfall. Von Anfang an. Im Panzerwagen ist kein echtes Geld verbrannt. Ich habe Joe versprochen, dir nichts zu sagen. Es wäre für dich zu gefährlich geworden. Du schuldest mir was. Du brauchst falsche Papiere. Ich mache dir welche. Reisepässe, Geburtsurkunden, das ganze Paket. Klingt nicht schlecht. Aber... Oh, es sind beide Druckplatten weg.
Okay. Schön, dass du mich besuchst. Ich verschwinde mal. Danke. Aber das Problem ist ja, ich habe jetzt gedacht, sie macht, oder vielleicht macht sie welchen, denen sie rausgeht dann gleich. Bis vor kurzem hing hier noch Vivs alte chinesische Lampe. Inzwischen ist sie bei mir in der Wohnung. Kein Platz, um da etwas zu verstecken. Okay, gut. Wenn wir jetzt rausgehen und wieder reingehen, ist sie dann vielleicht weg und macht die Sachen? Wäre interessant. Gucken wir mal. Sind wir auf jeden Fall mal neugierig und gucken mal. Könnte ja gut sein, dass wir das jetzt getriggert haben. Vivian Wong. Ja. Ich hätte gerne meinen Gefallen, nicht in falsche Papiere, sondern in dem Spruch, den ich brauche. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Ja, wir kommen ja da unten nicht ran. Da würde ich auf jeden Fall gerne reingucken. Aber wir kommen nicht hin. Weil sie noch da ist. Wir müssen warten, bis sie weg ist. Das heißt, sie muss erstmal die Papiere besorgen. Dafür muss sie raus. So, wir wissen aber nicht, wann sie losgeht, die Papiere besorgen. Für uns. Weil das hat sie ja gesagt, dass sie machen will. Wir haben Hana in 2 Stück. Das eine brauchen wir im Schublade. Die andere ist noch über. Das heißt, mit der einen können wir jetzt irgendwo was öffnen. So, den Tresor bei Mickey zum Beispiel brauchen wir nicht öffnen, weil dafür haben wir den Code. Wahrscheinlich. Kann auch sein, dass wir den brauchen. Wir können nochmal hingehen zum Gucken. So, bei uns haben wir nichts zum Öffnen. So, da auch, Vivian's Apartment haben wir ja was, aber da können wir noch nicht hin. Café können wir momentan auch nichts anderes machen. Dafür müssen wir erst ihn hier zurückholen. Und in dem Apartment brauchen wir erst den Code. Leute, wir müssen nach Mickeys. Einzige, wo ich momentan noch irgendwas sehe, was wir machen können. Problem ist, ich komme nicht rein. Mickeys Leibwächter sieht sauer aus. Lieber nicht. Er würde nur meine... Okay. Ich muss mit Mickey reden. Ist nicht drin. Er ist in seinem Büro und desinfiziert es. Er ist sehr gründlich. Wird eine Weile dauern. Ja, okay, gut. Können wir noch Kleider was machen? Können wir irgendwie Bescheid sagen, dass die Sängerin gewechselt werden, dass Mickey vielleicht vorne mit ist? Ich weiß es nicht. Wir müssen das testen. Hey, Christine. Willkommen zurück, Christine. Weiß nicht warum, aber ich mag sie auch. Siehst gut aus. Bis später. Die attraktive Clubnixe. Siehst gut aus. Wann seid ihr mit... Nächsten Monat geht... Komm doch mit. Jetzt hängt... Falls ich dich aus... Versprich... Klar. Okay, das heißt, wie kommen wir denn? Hier haben wir ja alles, ne? Kann ich irgendwie im Club noch was anderes machen? Aber da haben wir auch schon mal Leertaste gedrückt, ne? Ja. Mit ihr können wir noch mal reden. Das ist Bee. Und eventuell Joes Geliebte. Nein, das hast du schon geklärt. Hi. Bee. Wie läuft das Geschäft? Wir können hier nicht reden. Triff mich gleich hinten. Aber das haben wir doch schon mal gehabt, das Gespräch. Hier können wir auch nur die beiden, ne? Gut. Ja, das hatten wir ja schon alles. Okay, ich muss los. Aber wobei, wir können ja hier mal... Was geht zwischen Mickey und Goldie? Der Nixe. Der Junge ist besessen von ihr. Genauso wie von ihrer Mutter. Jeden Abend hängt er vor ihrer Garderobe rum. Wir haben es doch abends, aber er hängt da nicht vor rum. Er ist in seinem Büro. Er ist am Desinfizieren. Sie hat gerade... Ja. Was kann man jetzt am besten machen? Die Losung ist halt das Problem. Wie kriegen wir die Losung? Das heißt, wir müssen irgendwo das Wort finden. In meinem Apartment ist nix. So, bei ihm können wir irgendwie auch nichts machen, weil er weiß ich nicht, was ist. So.
Eine Haarnadel. In den Haarnadeln können wir momentan noch nicht wirklich was öffnen, ne? Wir können auch nochmal dahin. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Aber. Keine Bewegung, Joseph. Keine Ahnung. Tut mir leid für dich. Finger weg. Ich brauch wohl Joes. Yep. Aber wie kriege ich die? Das Problem ist ja auch, wir können nicht nach Joe gehen und da irgendwie nachfragen. Weil wir dafür erst das Ding unterschreiben haben müssen, Tuten-Tun-Sachen. Und da ist das Problem. Wenn ich sie anfasse, wird er mich garantiert erschießen. Klappt immer noch nicht. Ich habe das Gefühl, woanders könnte ich das besser gebrauchen. Ja, und wo? Keine Chance. Aber das heißt, das Buch brauchen wir woanders. Das ist schon mal interessant zu wissen. Mir ist gerade eine Idee gekommen, man könnte das Buch vielleicht oben reinstellen, in da wo von dem Typen das andere Regal. Ich glaube nicht, dass er so ordentlich ist und da so drauf aufpasst. Brauche Kaffee. Vielleicht können wir ihm das geben, unserem verzweifelten Liebhaber da. Vielleicht kann er damit was anfangen mit dem Buch, ich weiß es ja nicht. Obwohl wir es glaube ich schon probiert haben, ne? Kapier ich nicht. Klappt. Brauche ich nicht. Und brauche ich auch nicht kaputt zu machen. Irgendwie läuft heute nichts, wie es soll. Kein Glück. Das passt einfach nicht zusammen. Okay. Irgendwie läuft heute nichts, wie es soll. Kein Glück. Ach, kommt schon, Jungs. Nein. Wäre aber cool gewesen. Vielleicht, ja. Das passt einfach nicht zusammen. Ich habe nur ein Formular. Ich gehe besser vorsichtig damit um. Vielleicht können wir aber hier die Unterschrift da drauf fälschen. Wäre aber cool gewesen. Dieser Brief gibt mir die Berechtigung, Joe einmal im Monat zu besuchen. Der ist vom Gefängnisdirektor unterschrieben. Ja, aber ist ja vom Gefängnisdirektor unterschrieben. Müssten wir nur fälschen und dann hier draufpacken. Problem ist, wie fälschen wir das? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ab nach unserem Apartment. Katze drauf, ne? Wenn ich das verliere, wird's. So komme ich nicht an die Unterschrift des Gefängnisdirektors. Ich habe nur ein Formular. Ich gehe besser vorsichtig damit um. Jetzt! Ich habe die Idee! Wiff! Vivian, wie auch immer! Wiff! Hat ja damals Schönschreiben gemacht. Vielleicht kann sie das so schön schreiben, dass das ist wie vom Direktor das unterschrieben. Dann würden wir Joe rausbekommen. Dann könnten wir mit Joe auch wieder interagieren. Könnten wir mit ihm was machen. Das ist der Plan, Leute. Das ist der Plan. Das muss funktionieren. So. Da muss die Unterschrift vom Gefängnis. Ja! Nice! Die Unterschrift des Gefängnisdirektors. Und dann werden wir sehen. Auf dem Brief hier ist die Unterschrift vom Gefängnisdirektor. Seine Unterschrift sieht aus wie ein müder Drache. Hatte wohl ein echt trauriges Leben. Gib mir eine Minute, Christine. Nice! Ja! Huhuhu. Freu mich, das ist ein Riesenschritt. So, bitte sehr. Damit kriegst du Joe aus der Einzelhaft. Nice! Danke, danke, danke. Das ist so lieb von dir. Richtig geil. Jetzt kriegen wir Joe aus der Einzelhaft und... Vielleicht können wir jetzt auch nach Joe reisen, um den Brief abzugeben. Wäre interessant. Aber ich gehe erstmal nach Mickeys und versuche ihnen den Typen da das Ding zu geben. Weil die Losung brauchen wir ja auf jeden Fall irgendwie, ne? Und dann wäre jetzt der Plan super Nummer Uno. Wir fahren dahin, geben das Ding ab und dann reden wir vielleicht einmal kurz mit Joe, dürfen das vielleicht einmal.
Und dann könnten wir die Losung von ihm herausfinden. Es gibt nichts, was ich tun könnte. Klar. Großer, farbiger Kerl. Guter Mechaniker. Ich kann ihn schinden, wie ich will. Der beschwert sich nicht. Wow. Keine Ahnung, wie Sie das gemacht haben, Lady, aber vielen Dank. Behandeln Sie den Mechaniker bitte anständig, ja? Ich habe eine Schwäche für Verbrecher. Nice. Jetzt kann er raus. Oh, richtig geil. 1229, Abmarsch. Du scheinst einen Schutzengel zu haben. Der Direktor hat angeordnet, dich sofort aus der Isolationshaft zu holen. Tür auf bei 3. 3. Nice, ich freue mich. Ah, schön. Ja, was mache ich jetzt? Oh nein. Jetzt sind wir. Aber Vorteil ist, unser Kollege Schinkschiefel ist nicht draußen. Das bedeutet, wir sind safe vor ihm. Und ich muss zur nächsten Folge echt mal den Greenscreen fixen, weil hier sieht man das echt hart, wo die Ränder so sind. Ist ein bisschen blöd. So, dann reden wir doch mal mit unserem Kumpel. Joe, vor 15 Jahren hatte ich einen Plan, hier rauszukommen. Inzwischen bin ich zu alt dafür, aber... Du bist noch jung. Aber bevor ich ihn verrate, brauche ich noch etwas von dir. Kohle oder Pillen. Umsonst ist nur der Tod. Gut. So, das bedeutet aber, wir haben Joe jetzt aus der Einzelhaft rausgeholt. Er ist wieder ein freier Vogel, soweit frei man sein kann. Er ist halt draußen in der frischen Luft schon mal. Das ist schon mal besser. Und wie es weitergeht, liebe Leute, das werdet ihr leider erst im nächsten Part erfahren. Wir sind schon wieder drüber über die Zeit. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls euch der Part gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Dann würde ich aber sagen, bis zum nächsten Mal, euer Claire Tom. Ciao, ciao und bye, bye.